Hallo, was machen Sachen? Ja, wie ihr seht, mal was komplett anderes. Ich will meinen YouTube-Kanal ein bisschen umstellen. Ich habe jetzt die letzte Zeit gemerkt, dadurch, dass ich viele Tutorials habe, dass ich halt die einfach nicht mehr machen möchte. Ich möchte was anderes machen. Und ja, das einfach nur drüber reden, wie es mir so geht, was so los ist oder generell, was mich so interessiert, hat mir doch generell sehr viel Spaß gemacht. Habe ich, ja, fand ich angenehmer für mich. Ja, und jetzt will ich einfach mal gucken, wie ich das ein bisschen präsentiere. Ich habe mir gedacht, komm, mach mal jetzt komplett auf Null. Mach mal was anderes. Ich setze mich jetzt mal vor die Kamera. Ich habe mir öfters auf Twitch schon gesehen, also was soll's. Zumal habe ich momentan auch nicht so das Bedürfnis, mich hinter Lucy zu verstecken. Momentan fühlt sich das mehr so nach einem Verstecken an, wie jetzt einfach sowas, was man halt aus Gag macht, wie früher. Ja, Lola ist... ich auch dabei, oder hier so ein bisschen. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und sie kam gleich an. Ich sage, momentan fühlt sich das, wenn ich halt Lucy, also meinen Avatar benutze, fühlt sich es mehr an wie ein Verstecken. Und ja, das ist nicht so schön. Ich habe viel Spaß mit 3D-Sachen, weil das mache ich als Games Artist. Ich mache sehr viel 3D-Stuff. Und habe auch generell Spaß an den Erstellen der Avatare, aber Nutzen momentan habe ich jetzt so, fühle ich momentan nicht so. Mal sehen, wie es ist, mal sehen, ob es sich ändert. Deswegen, ich will jetzt einfach neue Sachen ausprobieren. Mal hier was machen, mal da was machen. Sagt, generell wird es wahrscheinlich so sein, ich setze mich vor die Kamera und laber oder ich habe wieder Speedpaints, wo ich einfach drüber rede oder halt im Hintergrund rede, vielleicht unbedingt nicht mehr Lucy davor mache. Es kam auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe mir letzten Speedtrust angeguckt, wo ich halt einfach Lucy noch an die Seite hatte. Ich war keine Ahnung, es hat mich, kam für mich verwirrend drüber. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr Lucy wieder zurückhaben möchtet, gerade bei so Speedtrust-Geschichten, wo ich halt einfach drüber rede. Ja, und dann mal gucken, was ich durchsetze. Mal gucken, wo ich lange Zeit drüber Spaß habe. Ab und zu mal was ändern ist ja auch nicht verkehrt. Und wenn ich öfters mal so da bin, seht ihr auch die liebe Lola? Ja, hör mal auf. Ich will keinen Zungenkuss. Ja, mein liebes Hündchen Lola. Ich werde auch wahrscheinlich jetzt in Twitch wieder öfters die Webcam anhaben und nicht den Avatar drüber. Ist die nicht einfach süß? Ein Like für die Lola. Like für diesen Hund. Ja, und ja, generell, das ist jetzt das, was ich halt mal versuchen möchte. Ich gucke einfach mal, was ich auf Dauer halt mache. Vielleicht ändert sich es auch wieder, dass ich in einem halben Jahr sage, gut, ich mache jetzt doch wieder Tutorials oder keine Ahnung. Mal gucken, was sich ergibt. Ein bisschen Änderung ist ja wahrscheinlich auch nie verkehrt. Und dann, ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr mir zuhört, dass ihr immer noch da seid, auch wenn ich halt momentan die letzten Monate komplette Katastrophe wahrscheinlich war. Oder vielleicht hat man es auch gar nicht so mitgekriegt, wenn man nur auf YouTube da ist, weil man, ich habe halt doch wirklich irgendwas hochgeladen. Ich sage, ja, dann schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr mich ein bisschen begleitet habt. Vielleicht bleibt ihr länger da, vielleicht habt ihr jetzt was gefunden, vielleicht auch findet ihr den neuen Kram schöner oder interessanter oder habt das im Hintergrund laufen, wenn ich irgendwas quake oder keine Ahnung. Ja, dann, dann hoffentlich, man sieht sich wieder im nächsten Video. Da auch mal tschüss. Tschüss.